Servus und hallo zu einem neuen Spotlight. Dieses Mal ist es, ja, es ist ein Park. Ich habe es als Park geladen und es heißt Future World 2 von TommyT067. Und an dieser Stelle, ich lese mal vor die Steam-Beschreibung. Ich habe einfach nur einen Screenshot gesehen, ein Thumbnail, wobei da noch mehr sind. Und habe mir gedacht, das muss ich vorstellen. Und zwar, Steam-Beschreibung. Entschuldigung. A 9-minute coaster ride with hundreds of special and triggered effects. Watch the video for full cinematic and sound effects. Nö, machen wir nicht. Everyone thought I built this in multiple lands and edited it together, but it's all in one ride. Can you spot E.T. and his spaceship? Let me know if you do. Ja. Genau. Richtig gehört. Es ist ein einziger Coaster mit einer Fahrtlänge, wie er schreibt, von 9 Minuten. Ich nenne sie jetzt mal, das ist so das, was ich unter Explorationscoaster vorstelle, mir vorstelle. Ein Ride, wo man einfach rumfährt und was gezeigt bekommt. Und deswegen auch der Startscreen hier. So. Ich habe das Ding geladen und ungefähr diese Perspektive gehabt. Und es wäre ja sinnvoll normalerweise hier im... Ich habe Pause gemacht, mache ich gleich raus. Hier erstmal die Station zu suchen und da dann zu starten, mache ich nicht. Ich springe jetzt tatsächlich einfach rein in den Coaster. Einfach um zu verhindern, dass ich vielleicht was sehe, was erst während der Fahrt gezeigt werden soll oder so. Was man hier schon mal sieht, er hat so ein bisschen was gebaut. Ne? Ich schaue mal kurz auf meine Frames. 21. Ja. Ich hoffe, es ruckelt nicht wie Hölle, es wäre so schade. Und was ich auch gut finde, sehr gut sogar, keine Toolkit-Objekte. Ich habe das Ding geladen und fertig. Nichts mit Toolkit, er hat alles selbst so hinmodelliert, wie er haben will. Genug gequatscht, die Fahrt, wir fahren den Coaster übrigens nur einmal. Wir schauen es uns am Schluss nochmal in der Nacht an, aber fahren tun wir es nur einmal. Weil 9 Minuten. Eine Fahrt. Stopp. Testen. Stopp. Die Werte, ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. Es ist ein Explorationscoaster, also der was zeigen will und ja, Limit an Gehkräfte, bla bla bla, alles komplett scheißegal. Realismus draufgeschissen. Es ist, sorry für die Wortwahl, aber es ist mir einfach egal, weil, ja, Ergebnisse. Das Einzige, was mir interessiert, ist die Streckenlänge. 9461 Meter. Respekt. Durchschnittsgeschwindigkeit 64 km/h. Da geht was. So, reinsetzen und die Fahrt genießen und Pause raus und hoffen, dass nicht ruckelt. So. Schauen wir mal. Doch, es ruckelt extrem. Okay. So, hier, ja, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll, weil
Es ist unglaublich, was hier alles gebaut ist. Die Halle, das ist unglaublich einfach. Jetzt schon total begeistert. Wenn es ruckelt wie blöd, tut es mir leid. Mehr gibt mein Rechner einfach nicht her. Es wird spannend. Schauen wir mal, was er uns hier bietet. Erstmal eine Lichtshow. Offensichtlich soll eine Fahrt mit einem Aufzug simuliert werden. Sehr cool gemacht, auch mit Zeitmaschine. Und dann sind wir hier. Und geben wir mal ein bisschen Gas. Auch die Einschienenbahn passt perfekt hier rein. Oh, da ist was falsch geparkt. Da sind mehr Dinge nicht so, wie sie sein sollten. Geil. Das hat er super gemacht mit dem Crash von der anderen Bahn. Keine Customized Objekte drinnen gewesen. Ja, ist das super. Keine Toolkit-Dinger. Perfekt. Einfach nur so als Kulisse mal eine Metropole hierher gebaut. Nicht schlecht. Ich hoffe, ihr habt alle Popcorn dabei. Wir sind hier noch etwas unterwegs. Ah, veröffentlicht wurde das Ganze übrigens am 13. Juli 2019. Ist also relativ neu. Weiß noch nicht, wann ich das Video rausbringen werde. Aber ich denke zeitnah irgendwann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so beeindruckend hier alles. Und er speichert. Natürlich speichert. Ja, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie holt mal einen Mechaniker. Da ist irgendwie ein bisschen was kaputt. Okay, offensichtlich sind die Metallhunde, oder wie es im Spiel heißen, der Kröter, die machen hier irgendwie alles kaputt. Aus irgendeinem Grund. Der genial macht mit dem Feuerwerk und Effekte und... Irgendwer hat im Film Krieg der Welten gesehen. Schon etwas älterer Film, aber der wird auch ziemlich viel kaputt gemacht. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, ja, aber immer dieselben Hunde und immer derselbe Effekt und blablabla. Ja, ist schon recht.
baut erstmal selber sowas und dann sagt, macht das mal unterschiedlich. Ich bin total begeistert. Okay, die haben den Hund erlegt quasi. Boah, cool. Cool. Okay. Wo? Ist das super gemacht? Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele hunderte Stunden er allein damit verbracht hat, die Display-Ablaufsteuerungen zu programmieren. Oder sie. Der, die das erstelle halt. Eigentlich dachte ich, fahren wir jetzt durch eine schöne Future-Stadt irgendwie. Hier geht ja alles zugrunde. Sehr cooler angedeutet, die Stadt mit den Lichtern unten. Wie hat er das gemacht? Die Lichter kann man nicht auslösen. Wie hat er das gemacht? Ich meine die Zylinder-Future-Lampen. Oh, na, warum sind wir jetzt da durchgeglitscht? Sollen das jetzt schon 9 Minuten gewesen sein? Das kann nicht sein. Muss jetzt dann auf die Aufnahmedauer schauen. Also wenn das jetzt wirklich ein 9 Minuten Fahrt gewesen sind, was ich nicht glaube, weil das war viel zu schnell vorbei, dann Respekt. 9 Minuten so zu füllen, dass jede Sekunde was geboten ist. Da gehört was dazu. Jetzt schauen wir, ich mach mal wieder Pause rein. Schauen wir hier mal ein bisschen durch. Allein der Platz. Natürlich ist viel ähnlich und... Aber das ist halt so. Hier mal eben nur ein Aussichtsturm hingeklatscht. Ja gut, das ist das, was man oberirdisch so sieht. Ja, auf alle Fälle genial. Sehr genial. Was mir auch gut gefallen hat, die Szene mit der, wo die Bahn auf uns zufuhr und dann entgleist ist. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich bin so froh, dass ich das jetzt hier spontan mal gefunden habe.
Der Plan war ja eigentlich, wollt ihr einen anderen Park vorstellen, und als ich den geladen habe, habe ich gesehen, nö, das ist eine extreme Gurke. Das stelle ich nicht vor. Schau ich mal eben noch schnell im Workshop, was ich stattdessen noch habe. Und bin dann zufällig auf diese Future World gestoßen hier. Ja, ich weiß nicht, was ich hier noch großartig dazu sagen soll. Bewertung erübrigt sich, mache ich ja sowieso nicht, aber was soll man hier bewerten? Also das ist einfach ultra extrem. High-Class-Building und vor allem die Auslöser extrem gut gesetzt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sag an dieser Stelle immer noch sehr beeindruckt. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal.